Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroads Online. Der Umbau ist fertig. Das hat mich jetzt knapp 2 Stunden Zeit gekostet, das alles umzubauen. Aber das sieht jetzt viel besser aus. Und ich dachte, bevor wir ins Spiel reingehen, zeige ich euch mal den Streckenplan so an sich. Den Part da oben, den haben wir ja noch in der letzten Episode gebaut. Wir haben hier jeweils ein Ausweichgleis oder Abstellgleis, je nachdem, wie man das nutzen möchte. Da geht es halt nach wie vor in der Kurven rein, wo dann hier der Prellbock ist, auch hier oben. Hier haben wir eine größere Abstellgruppe. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Abstellgleise. Und hier könnte man theoretisch auch noch was abstellen, aber hier nochmal umsetzen, wenn man möchte. Das könnte man jetzt hier noch rausziehen, aber dachte ich, lasse es erstmal, das ist groß genug. Hier bei der Einfahrt, fangen wir vielleicht da mal so an. Die ganze Auffahrt hier, die ist neu gemacht, die ist jetzt weniger steil. Wir haben hier 2,2% Steigung und einmal ganz kurz 4, ansonsten relativ flach. Und wenn man hier reinfahrt, dann hat man hier einerseits das Depot. Da haben wir hier einen Schuppen drin, wir haben eine große Drehscheibe, wir haben eine Besonnungsanlage. Wir haben für Brennholz hier eine Anlage. Hier unten habe ich jetzt noch Weichen hingetan, weil man hier könnte man ebenfalls noch ein Depot hinmachen. Die Chance würde ich mir offen lassen, also hat es hier 2 Weichen. Und das Gleis ist mal kurz rausgezogen, ebenfalls mit einem Prellbock. Also einfach nur Stumpfgleis momentan. Und hier das Einfahrgleis, das ist zweigleisig. Sprich, wenn man jetzt hier mit dem Zug reinfahrt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, so wie wir mal rausgefahren sind, dann kann man hier einmal umsetzen, zurückfahren und dann die Wagen hier reindrücken. Sprich, entweder hier rein oder halt in die Abstellung. Wir werden dann heute erstmal in die Abstellung reinfahren. Hier hat es noch einen Auszug, jetzt noch mal eine Weiche. Und das wäre noch offen, dass man hier ebenfalls nochmal rauszieht und hier ebenfalls einen Abstellbereich macht. Wenn man sagt, okay, das reicht jetzt hier nicht, dann kann man hier gerade parallel rausfahren und dann macht man den Fächer hier nochmal so raus. Das habe ich gedacht, das spare ich mir jetzt erstmal, weil das reicht jetzt erstmal so. Aber wir hätten hier den Platz, das gleiche nochmal hier gespiegelt drunter zu machen. Hier ist nach wie vor die kahle Stelle, werden wir dann gleich sehen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Spiel rein, schauen uns das mal im Spiel an und dann werden wir hier mal den ganzen Wagen wieder einparken hier drin, bevor wir dann weitermachen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ja, und da wären wir auch im Spiel drin. Da ist unser Zug, so wie wir ihn quasi unten abgestellt haben, einmal hier oben rauf gefahren. Und das ist eine Weiche, wo ich meinte, dass man hier nochmal rausfahren könnte und dann diesen Fächer machen kann. Ansonsten geht es hier scheinbar parallel weiter. Da nach hinten geht es zum Holzfällerlager. Den Bereich kennen wir ja schon. Die fahren einfach hier so schön zusammen hin. Ich denke, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und das Gleis hier, das geht in die Abstellung hier rein. Und das Ganze sieht dann hier so aus. Und ich sehe gerade, diese Bäume sind noch ein bisschen so nah dran. Ich glaube, dich machen wir auch noch weg. Der Rest passt. Und ihr seht, die Abstellungen sind eigentlich eh schon recht groß. Ich wollte es jetzt da nicht noch weiter nach hinten ziehen. Es ist wirklich Platz genug. Und hier hat die Ausweichstelle und nochmal Abstellgleis hier drin. Irgendein Gleis von denen will ich noch dediziert machen für die Mannschaftswagen. Also das Caboose. Es wird vermutlich Sinn machen, wenn das hier das oberste Gleis ist. Hätte ich mir jetzt mal gedacht. Wo man dann die Abstellung und dann werden die hinten immer dran hängt. Müssen wir übrigens noch kaufen. Das habe ich noch gar nicht gekauft. Hätte ich wahnsinnig gern. Okay, wir sagen, das Depot schauen wir uns an, wenn wir die Loks abstellen. Wir werden erstmal hier abkuppeln. Na komm. Abgekuppelt und werden dann vorne die Bremse reinhauen. So. Und werden hier einmal umsetzen. Feuer passt gut. Betsy muss also leider notgedrungen erstmal mitmachen, bis wir sie abgestellt haben. So. Einmal die Weiche hier umlegen.
Rest kann eigentlich egal sein, weil die können wir auffahren. Aber ja, ich muss schon sagen, ich bin jetzt wirklich glücklich, wie das Ganze hier so aussieht. Hier haben wir eine große Drehscheibe. Inklusive ein paar Abschräggleisen hier. Und da geht's wieder zusammen. Wunderbar. So, und eben, das ist eins von den zwei Gleisen, wo man hier noch ein Depot machen kann. Also wir haben noch so viel Platz hier. Das gleiche auch hier, das sind einfach nur Stumpfgleise. Theoretisch könnte man auch da irgendwie Mannschaftswagen abstellen, wenn man möchte. Aber ja, ich dachte, ich lasse das erstmal drin. Bis mir dann irgendwie was einfällt, was ich damit mache. Die Weiche müssen wir umlegen. Und bei dir das hier vorbereiten. Gut. So, da, ich glaube, wir sind dran. Sehr gut. Bremsen lösen und die ersten Wagen sind die hier. Jetzt wollen wir mal schauen. Oh. Wir müssen eh einmal komplett rausziehen, weil von dem Gleis hier kommen wir gar nicht drüber. Außer wir fahren mal hinter die Weiche da. Und vorne. Ja. Ah ja, machen wir es doch mal. Wir drücken erstmal. Ich hätte eigentlich von Anfang an auf das andere Gleis reinfahren sollen. Ja, ist aber zeitgleich schon mal einen Entgleisungstest, um zu schauen, ob da nicht irgendwie was im Weg ist. Sieht gut aus. Einmal die Weiche hier umlegen. Na komm. Ich glaube, ich mache mal parallel mal schnell Railroads on an Extended auf. Oh, was war das jetzt? Das war jetzt irgendwie nicht so geil. So, wir gehen mal hier raus. Ich tue sie mal gerade fernsteuern. Okay, und einbremsen. Das hat funktioniert. Du fährst hier geradeaus und die ersten Wagen. Ne, das machen wir hier auf das allererste Gleis. Sprich, ich lege mal hier einmal um. Wunderbar. Und dann lasse ich die Lok gerade mal retto fahren. Und sollte dann eigentlich jeden Moment kommen. Sehr gut. Gehen wir mal kurz weg vom Gas.
Und fahren einmal mit. Ja, ein bisschen Gas darf dann schon nur sein. So, aber ab jetzt einmal rollen lassen. Ja, für die Mini braucht man dann ja eh andere Wagen. Muss ich auch noch einkaufen. So, einmal bremsen bitte. Das reicht erstmal. Und werden den ersten Wagen einbremsen. Wo er? Da ist es. Sehr gut. Einmal Kupplung weg. Und Gas geben. Nach vorne, bitteschön. Oh no, ist jetzt... Oh ne, okay, das war jetzt nur ein kurzer Freeze. Ich dachte schon, das Spiel stürzt ab. Hätt's ihm zugetraut. Machen wir gerade auf das nächste Gleis hier rein. Sehr gut. Und ich glaube, das fahren wir jetzt hier mal selber. Okay, und jetzt hat es noch so viel Platz für mehr Wagen. Das reicht hier. Einmal weg und einmal die Bremse anziehen. So, und dann werden wir die Betsy mal ganz klein wenig einfeuern. Und den brauchen wir gleich mal kurz. So, du kannst jetzt erstmal hier warm werden. Und dann fahren wir mal Richtung Depot. Wo wir die beiden Loks dann einmal in den Schuppen reinstellen werden. Ah ja, das ist einfach so viel besser als das Rondell. Das macht richtig Spaß, dass man da Industrien verschieben kann. Also man kann nicht alle verschieben, beziehungsweise nicht alle sind damit kompatibel. Wie zum Beispiel das Sägewerk unten, wurde mir gesagt. Aber die meisten gehen. Gott, so kleine Anpassungen wie die sind schon nett. Aber ja, eben im Flachland, da mal komplett die Industrien versetzen, hätte ich schon Bock drauf. So, bitte anhalten. Wir wollen ins Depot fahren. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, dass es hier gerade schon bergab geht, wenn man ins Depot fahren will. Vielleicht mache ich das doch nochmal ein bisschen anders, aber jetzt erstmal passt's. Wir wollen da links rein. Ja, okay. Macht man hier mal die Tore auf. Komm, geh auf.
Perfekt. Neben hier hat es dann den Wasserturm. Das Gleis, was, also das mittlere Gleis von dem Ganzen. Das, was dann hier zur der Drehscheibe geht. Da die Besannungsanlage und da hinten fürs Brennholz. Komm, lass mich einsteigen. Ja, ich glaube, da mache ich irgendwie noch ein gerades Stück. Aber das hat erstmal keine Eile. Das kann warten. Okay. Wir bleiben erstmal hier stehen. Betsy, du wirst einmal abgekuppelt. Wunderbar, dann ist er mal vor Wind und Wetter geschützt. Oh, dich habe ich vergessen. Bitte flieg jetzt nicht Richtung Betsy. Okay, dankeschön. Und einmal die Weiche hier umlegen. Cool, und dann können wir hier losfahren. Wunderbar. Was sind die in meinem Schuppen hier drin? Ich bin glücklich. Komm, geh zu. Bitte, danke. Wäre das ein Foto wert? Ja, wird schon sagen. Wobei, vielleicht eher von der Drehscheibe. Es ist so schade, dass man hier keine Grube hat. Aber ja, hier haben wir erstmal die drei Gleise. Wir könnten da noch ein bisschen was machen, aber ich glaube, momentan ist einfach der Need nicht da. Okay, da das Gleis passt eigentlich auch gut. Hier kann man auch noch entsprechend weit nach hinten ziehen. Den Baum könnten wir hier noch wegmachen. Ja, ich meine, der Abstand hier ist ein bisschen knapp. Müsste man testen, ob das soweit passt. Bitte, kommst du auch weg? Sonst irgendeinen Baum vergessen? Ne, sieht glaube ich nicht so aus. Okay. Das war's. Oh, ich habe noch Holz hier drin gehabt. Das war's erstmal mit dem Bauprojekt hier oben. Es gibt aber noch eine zweite Stelle, an der ich was umbauen möchte. Und da sehen wir uns gleich nach dem Schnitt. Also, bis gleich. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Wir sind hier unten beim Sägewerk. Und was ich hier gern machen möchte, ist... Hier, wo wir den Verlad haben, für die Hölzer hier, wo wir noch recht viel davon dann brauchen werden, für die Minen, ist, dass ich hier gerne noch eine Abstellgruppe machen möchte für die Wagen, weil ich will die eigentlich nicht hier auf den zwei Gleisen stehen haben und auch nicht auf dem Doppelgleis hier. Da muss übrigens auch noch ein Depot hin, irgendwie. Meine Idee war, dass man hier bei der Weiche hier ansetzt, das hier wegmacht. Und ich glaube, jetzt brauche ich Weiche rechts. Ja, nee, das funktioniert schon mal nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die Weiche ist dafür einfach zu doof. Okay, ich könnte jetzt zwar so meine Abstellung machen, aber dann habe ich halt hier nur das eine einzige Gleis. Brauche ich wirklich hier zwei Gleise? Und habe dafür die Abstellung hier. Mal überlegen. Ich drücke dir dann einfach hier so rein. Ich brauche einfach zumindest hier hinten Platz. Zum Durchdrücken.
Ja, wisst ihr was? Ich werde das zweite Gleis hier entfernen. Bitte lösche jetzt nicht alles. Oh ja, danke. Einmal das Ganze. Ich möchte mal gerade was probieren. Wenn ich sage, der Maximalwinkel sind 70. Was wird das dann für eine Kurve? Nö, geht sich nicht aus. Hätte ja sein können. Wo habe ich mehr Spielraum? Wenn ich gerade fahre oder hier eine Kurve mache? Moment, also bis hierhin. 63 Meter. Und wenn ich gerade mache, stelle ich mir gerade ein. Ja, dann ist weniger. Machen wir eine leichte Kurve. Bis hierhin wären es 60 Meter. Oh, es nimmt sich nicht sehr viel. Wo ist das Gleis? Lois, wo bist du? Da. Ja, ein bisschen mehr kriege ich da. Machen wir das mal so. Bellbock. Verschwindet da im Grün. Warum eigentlich nicht? Das sieht eigentlich gar nicht mal so doof aus. Geht es da so eine Kurve rein. Andererseits, wenn man dann hier natürlich reindrückt, naja, wobei, wenn man hier frei macht, dann sieht man das dann schon, wo die Wagen sind. Ja, okay. Cool, dann machen wir hier mal die Abstellgruppe. Machen wir es mit zwei Gleisen oder drei Gleisen, wenn ich schon mal dabei bin. Hier fängt der Hügel dann schon an. Ich glaube, da komme ich nicht mehr um die Kurve her. Also zumindest mit der normalen Radius. Wenn ich jetzt hier sage minus 70, was das Maximale wäre. Ja, dann touchiere ich da den Hügel schon. Und es wird sich vermuten. Ja, das ist zu knapp. Ich möchte das eigentlich schön ebenerdig haben. Die Weiche ist in dem Fall für den Arsch. Das heißt, wir machen hier schon mal Weiche links. Moment mal. Wenn ich jetzt hier sage, nochmal Weiche links. Ich mache jetzt hier nochmal den Weichentrick. Snappoint ist jetzt nicht der, den ich will. Cool. Aber nehmen wir mit, aber ich habe ja hier gesagt, da. Ah doch, da komme ich vorbei. Cool. Ich brauche einmal die Kreuzung. Das Gedösel hier wird wieder gelöscht. Dann machen wir hier einmal Auto verbinden. Nice, dann sind wir hier genau gleich. Ne, Moment, bei Abreißtool. Und welches Gleis nehmen wir jetzt als Referenz? Es macht Sinn, wenn es das Äußerste ist. Das glaube ich muss nicht mal 70 sein hier. 90. Ist es weitergehend
eben... Wenn wir dann ab hier dann gerade fahren... Und ob das Sinn macht, ob hier gerade... Ja, sind wir ein bisschen im Grün hier drin. Aber passt schon. Okay, dann... Warte mal, hier mit dem hier... Oh, was wäre jetzt der Radius hier drin? Wird jetzt dann vermutlich enger, ne? Wenn ich hier gleich bleibe. Wobei. Sieht das gut aus? Ja. Gut, und dann das gleiche hier nochmal. Jetzt ist es zwar nicht ganz perfekt. Aber für das, was wir hier machen wollen, reicht es dann schon. Cool, dann haben wir hier diese drei Abstellgleise. Alles klar, dann ziehen wir hier mal ein bisschen gerade nach draußen. Bitte einmal gerade. So, bis hierhin. Vermutlich nicht ganz gerade, ne? Ja, die haben so ein bisschen Abstand. Aber ist ja egal, das ist hier mitten hinter Pampa. Wobei, so ganz so schlimm habe ich es noch gar nicht mehr getroffen. Das ist okay. Pellböcke. Einmal. Halt, komm, snappen. Dankeschön. Komm, snappe. Machen wir zuerst hier. Oh, komm schon. Setz. Warum snappst du jetzt nicht? Ist es, weil jetzt hier die Schienen so hoch sind, oder was? Hier wolltest du doch vorher aussnappen. Spiel, wirklich. Ach, der Punkt ist voll weit vorne. Warum ist das so weit vorne? Das ist doch dämlich. Okay, Fundament hier drunter noch. Warte mal, wir machen das mal von hinten. Das reicht aber nicht von der Höhe. Warum kann ich da nicht die Standardhöhe einstellen? Mhm. Müssen wir es doch von vorne machen. Schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ah, scheiße, das war jetzt zu hoch. Ah, müssen wir hier mal ein bisschen tricksen. So, diese Höhe. Bis hier hin. Okay. Dann das gleiche hier drüben noch irgendwie. Und dann hier nochmal irgendwie runter schauen, dass es halbwegs gleich hoch ist. Naja.
Da sieht es halt ein bisschen dämlich aus. Da geht es eh ins Grüne rein. Von vorne. Ja, ist jetzt nicht gerade das Schönste, aber erfüllt seinen Zweck. So. Das hier werden wir mal alles freimachen. Ja, dann sieht das... Okay, für das, dass ich das so freihand gemacht habe, war nicht mal so schlecht. Wir müssen ein bisschen mehr in die Richtung gehen, aber ja, es sind doch Absteiggleise. So ein bisschen in der Natur, damit so ein bisschen Gras. Nach dem Motto, hier ist gar nicht so viel los. Oh ja, passt. Kann man so stehen lassen. Dann können wir auch da hinten so einen Mannschaftswagen hinstellen. Zum Beispiel auf dem Gleis, was das kürzeste ist. Und da die ganzen Holzwagen, die man dann halt hier rauszieht und dann halt hier rein zum Beladen. Und dann geht sie groß raus auf die Hauptstrecke. Wobei, da muss man hier immer komplett voll rausziehen und dann hier rein und umsetzen, oder es wartet da schon eine Lok. Irgendwie so. Und dann braucht es eben hier das Depot mit mindestens einer Drehscheibe zum Wenden. Ja, da braucht man eine ähnlich große Anlage wie oben. Ja, okay. Aber das Depot will ich auch noch nicht in der nächsten Zeit bauen. Ich denke mal, in der nächsten Episode bauen wir jetzt endlich die Bergstrecke weiter. Beziehungsweise das Dreieck oben von der Hauptstrecke, was ich bauen muss, wo du dich entscheiden musst, zu welcher der zwei Minen du fährst quasi. Da oben die Stelle. Das muss ich als erstes bauen und dann Bergstrecke, die zweite. So ungefähr der Plan für die nächste Episode. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Baut euch jetzt mal nicht so viel, aber ihr habt mal das Ergebnis von oben gesehen. Bin echt stolz drauf. Ist gut geworden. Und halt hier das kleine Zeugs noch. Und dann können wir dann irgendwann mal schwere Züge fahren, sobald die erste Mine angeschlossen wird. Das wird dann wieder was. Zigtausend Mal hier runterfahren, aufladen und zur Mine hoch. Das wird ein Spaß. Aber da das wäre dann das erste Mal, wo ich sagen würde, ja, das könnte man mit Multiplayer machen. Einer vorne, einer hinten, der dann aufpasst und dann beladen hilft. Ja, doch, und dann haben wir schon mal ein bisschen Strecke zu der allerersten Mine. Also, liebe Leute, wünsche euch gute Fahrt und bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben, und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele, und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.